Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit dem Track/Butterbike-Projekt. Ich habe einfach mal wieder richtig Bock. Lange ist es her, ja, jetzt auch nicht so lang, aber es gab ein paar Wochenenden, wo es leider sehr stressig war. Deshalb musste ich das Fahrrad wegen hinten anstellen, aber heute geht's endlichst weiter. Wir werden heute die Bremse montieren. Wer sich an die letzten Videos erinnert, Shimano XTR Vierkolbenbremse. Die werden wir heute einbauen. Werde ich euch auf jeden Fall alles zeigen. Die Bremsleitung, da haben wir eine leere Leitung schon im Rahmen montiert. Damit machen wir uns jetzt natürlich, damit sparen wir uns einfach viel Arbeit jetzt. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze an der Hinterradbremse. Das ist einfach schön zu zeigen, weil der Bremssattel, sage ich mal, von der Filmposition ganz gut liegt. Am Vorderrad ist es logischerweise genau das Gleiche. Ganz kurz, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Klar, Bremse montieren, Bremsleitung auf die richtige Länge lenken. Dann die Bremsleitung anschließen, entlüften, fertig. Und das machen wir heute. Und dann würde ich auch sagen, im gleichen Zug, wenn dann die Bremse dran ist, dann können wir auch schon wieder unseren Dropper Remote hier montieren, können da mal die Leitungslänge, sage ich mal, richtig einstellen und. Also, es passiert heute einiges, ich habe Bock und ihr seid dabei. Let's go! Ich habe jetzt hier mal schön alles ausgepackt, dass ihr auch mal seht, was da so ein bisschen dabei ist. Ich meine, klar, wir haben unseren Bremshebel und unseren Bremssattel mit Leitung. Bremsbeläge sind schon immer drin. Das wird immer mit Bremsbelägen beliefert. Ihr könnt aber, je nachdem welche bestellt, mit metallischen oder organischen Bremsbelägen kaufen. Ich habe mich jetzt erstmal für die organischen Bremsbeläge entschieden. Einfach auch, um ein bisschen die Scheiben zu schonen. Und ich bin der Meinung, dass die XTR Vierkolbenbremse von Shimano sehr, sehr gute Leistungswerte erzielt, was die Bremsperformance angeht. Und dass wir da, denke ich, erstmal die organischen ausprobieren. Genau, ansonsten, was ist hier noch immer so ein bisschen dabei? Die Gummiendkappen für den Bremshebel, die hier drauf kommen. Jeweils eine Olive und einen Pin. Die Olive steckt immer schon im Hebel drin. Der Pin ist auch immer einzeln dabei. Gut, und dann haben wir halt noch unsere Schrauben zum Befestigen. Mehr ist da eigentlich gar nicht groß dabei. Hier sind immer noch so kleine Plastikhalterungen, die stecken hier hinten drin im Hebel, dass während Transport der Hebel nicht gedrückt wird, dass da nicht irgendwie Öl rausläuft, wobei oben auch ein Stopfen drin ist. Genau, also hier steckt das noch drin, den könnt ihr jetzt meinetwegen auch schon rausziehen. Genau, und jetzt würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Hinterradbremse. Aufpassen! Für die Hinterradbremse brauchen wir den Bremssattel mit der langen Bremsleitung. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt am Fahrrad los. Wir haben hier jetzt natürlich einen riesen Vorteil, weil wir haben ja unsere leere Bremsleitung schon durch den Rahmen gezogen. Das heißt, wir müssen dann unsere neue Bremsleitung hier nur anschließen und durchziehen. Dafür gibt es so einen kleinen Adapterpin, kann ich euch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch den auch holen. Eigentlich ganz praktisch. Genau, und da müssen wir jetzt noch gucken. Wir haben jetzt eine 180 mm Scheibe drauf. Entsprechend brauchen wir noch einen Adapter von Shimano, dass wir die 180er Scheibe fahren können. Ist immer ein bisschen verwirrend. Da steht ab drauf, hier. Und wenn ihr es hinten montiert, muss ab quasi nach vorne zeigen. An der Federgabel vorne ist klar, da müsst ihr den halt so montieren, dass der Pfeil nach oben zeigt.
ja, hier kann man sich jetzt drüber streiten, sage ich einmal. Genau, der Adapter muss auf jeden Fall hier dann dazwischen. Dann setzen wir unseren neuen Bremssattel auf. Dann bitte auf jeden Fall auch nochmal kontrollieren, ob das mit dem Adapter so hinhaut. Wenn ihr hier reinschaut, seht ihr ja, ob die Scheibe ungefähr da läuft, wo die Beläge sind. Wollen wir hier schon mal drauf drücken, mal von oben reinschauen und überprüfen, ob die Scheibe hier schön auch die komplette Belagsfläche in Anspruch nimmt. Und es darf zum Beispiel auch nicht sein, dass das jetzt irgendwie hier oben am Sattel die Scheibe anschlägt oder so. Also das auf jeden Fall bitte auch kontrollieren. Genau, in meinem Fall jetzt mit dem Adapter schaut es sehr gut aus. Dann brauchen wir entsprechend natürlich längere Schrauben. Das funktioniert natürlich dann mit denen, die der Shimano mitliefert, nicht. Die liefern die immer so mit, dass es quasi ohne Adapter ist. Genau. Das Ganze noch nicht festmachen, nur fixieren, weil wir müssen ja dann unseren Bremssattel noch zentrieren. Und das bringt uns jetzt einfach nichts, wenn wir den schon komplett festmachen. Der soll ja erstmal nur fixiert sein. Oh, ich glaube, hier ist die Schraube zu lang. Ja, okay, hier brauchen wir noch eine kürzere Schraube. Da müsst ihr natürlich auch gucken, dass hier genug, dass die Bohrung tief genug ist, wenn die Schraube nicht ganz reingeht. Dann natürlich eine kürzere Schraube nehmen. Mit der sollte es jetzt eigentlich gehen. Ja, das schaut besser aus. Okay. Genau, jetzt könnt ihr dann schon mal grob den Bremssattel so in die Mitte stellen, dass quasi rechts und links neben dem Belag zur Scheibe der gleiche Abstand ist. Halt so gut wie es geht mit dem Augenmaß. So. Schauen wir mal. Ja, ein bisschen schleift es, aber das ist jetzt okay. Wir machen jetzt dann mal weiter. Wie gesagt, Schleifer einstellen müssen wir später machen. Genau, unsere Leitung geht jetzt dann hier unten in den Rahmen rein. Gucke ich jetzt gleich nochmal, wie so die Position ist von der Leitung. Das schaut eigentlich ganz gut aus, wenn das hier rausgeht, macht das einen schönen Bogen und geht dann da unten rein. Ja, und entsprechend müssen wir jetzt unsere neue Leitung hier anschließen. Dafür brauchen wir eben diesen Pin oder diesen, ja, wie nennt man das? Diesen Verbindungsnippel. So sollte das Ganze dann ausschauen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur das Ganze einmal durch unseren Rahmen durchziehen. Ich habe die Leitung jetzt ganz durchgezogen. Wir lassen das jetzt nochmal angeschlossen, nicht dass da irgendwie das Öl rumtropft. Und schließen jetzt erstmal den Bremshebel an. Für Ihre Imbus können wir hier diese Klemme einfach lösen. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick. Hier ist so ein kleiner Pfeil. Und wenn ihr hier mit einem kleinen 1,5er Imbus reindrückt, dann könnt ihr diesen Hebel ganz öffnen. Und das Schöne ist, die haben auch hier an die Schraube hier einen kleinen O-Ring ran. Das heißt, die Schraube kann nicht rausfallen. Dann können wir hier ganz entspannt unseren Hebel montieren. Machen den hier fest. Und ja, haben da nicht irgendwelche Struggles. So, jetzt können wir gleich mal so grob gucken von der Position. Na gut, der muss auf jeden Fall ein bisschen weiter rüber. Ich würde mal sagen, hier so, ja, ungefähr hier. Stellen wir jetzt erstmal nur so grob ein, weil das soll nämlich dann mit den Leitungen alles perfekt passen. Ne? Deshalb mache ich das jetzt schon gleich hier richtig. Ne? Ja, so ist eigentlich sehr gut. Jetzt nicht bremsen, weil sonst schießt uns das hier raus. Ne? So, dann machen wir das Ganze leicht fest. Noch nicht voll festknallen, langt erstmal handwarm. Ja, und jetzt müssen wir unsere Leitung kürzen und dann anschließen. Ich meine, wir haben ja unseren Knockblock, das heißt, weiter als so kommt der Lenker eh nicht. Okay, und hier ist jetzt das Kamerastativ im Weg, Leute. Ja, okay, auf jeden Fall, weiter geht ja nicht. Das heißt, das Problem, dass ich irgendwie abreißen kann, passiert nicht. Ich würde die schon relativ kurz machen, dass es einfach gut ausschaut. Also ich denke mal so die Länge, länger würde ich es eigentlich nicht machen. Muss auch nicht. Also es kann sich ja nur in die Richtung dehnen, weiter rum kommt es eh nicht. Länger sieht einfach nur doof aus. Also ich denke, wir schneiden es hier ab. So ist es, denke ich, zu kurz. Ich schaue auch immer, dass es hier nicht irgendwie am Lack schleift. Das schaut auch gut aus. Genau, also wo müssen wir abschneiden? Genau beim S hier. Also, genau beim S. Dann hole ich jetzt gleich alle Utensilien, die wir brauchen,
um die Leitung vorzubereiten. Wir müssen hier den Pin einpressen. Dann brauchen wir diesen Gummischutz, der muss hier auch drüber. Das lassen wir alles so drin, weil die Olive steckt hier schon drin. Wir müssen wirklich nur hier den Pin einpressen, die Leitung reinstecken, festschrauben. Ja, das ist natürlich schon eigentlich relativ schön gemacht. Es gibt jetzt dann verschiedene Möglichkeiten, hier die Leitung mit dem Pin zu verpressen. Die billigste sind hier diese Klemmbacken. Die kann man hier einfach auf die Leitung legen. Dann kann man das Ganze im Schraubstock zusammenklemmen und kann den Pin reinschlagen. Das ist, sage ich mal, die einfache Variante. Wenn ihr da ein bisschen was Edleres wollt, dann gibt es da extra so Werkzeuge für, wo ihr die Leitung quasi einspannen könnt, hier festmachen könnt und dann dreht ihr und beim Drehen presst den Pin rein. Das werde ich jetzt auch mal verwenden. In anderen Videos habe ich immer die einfache Methode genommen. Genau. Dann schneiden wir jetzt erstmal die Leitung ab. Beim S haben wir gesagt, nochmal gucken, ob es auch passt. Ja, wie gesagt, also die Leitung steckt ja auch immer ein bisschen noch hier drin, ne? Und so sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann schneiden wir jetzt mal beim S ab. So. Jetzt die Leitung abgeschnitten. Dann brauchen wir unseren Pin. Ah, Moment, wir brauchen erst noch, jetzt lege ich das hier mal schnell hin, unseren Gummi, der da drauf kommt. So schaut der aus. Der muss natürlich hier auch noch drauf. So. Und jetzt können wir unseren Pin dann einpressen. Den stecken wir jetzt hier rein. So. Dann nehmen wir unser Werkzeug. Wo habe ich es hingelegt? Da eben. Und dann klemmen wir die Leitung hier einfach ein. So. Und dann können wir hier einfach drehen. Und dann presst es den Pin rein. Das ist natürlich schon eine sehr edle Variante. So. Perfekt. Der muss wirklich ganz drin anliegen, den Pin. Und dann muss er so ganz leicht die Leitung aufdrücken. Dann sage ich mal, es ist richtig. So. Ja, und jetzt ist das Ganze halt wirklich sehr, sehr einfach. Weil wir müssen jetzt eigentlich nur hier diesen Stopfen abziehen. Die Leitung reinstecken. So. Im Normalfall tropft es dann auch immer ein bisschen raus. Und wenn man ganz viel Glück hat, muss man das Ganze gar nicht entlüften. Aber da braucht man schon sehr viel Glück. So, jetzt braucht er einen 8er Maulschlüssel. Wo habe ich ihn? Hier. Und dann können wir das Ganze festschrauben. Das Ganze müsst ihr wirklich nicht komplett anknallen. Es geht quasi nur darum, dass sich diese Olive, die da drin ist, schön, sage ich mal, verpresst mit der Leitung. Das merkt ihr schon, irgendwann geht es immer schwerer und dann verpresst sich halt die Olive. Das ist bei mir jetzt der Fall und dann gehe ich immer noch so ein bisschen drüber und dann langt es eigentlich. Also ihr müsst da nicht anknallen wie ein Weltmeister. Lieber, wenn es undicht ist, nochmal nachziehen, weil wenn ihr das zu fest macht, kann es halt sein, dass ihr euch die Olive kaputt macht, den Pin oder sogar hier innen den Konus. Und das wäre natürlich ziemlich schlecht. So, und jetzt drücken wir einfach mal die Bremse und schauen, was passiert. Also ist halt schon ein Druckpunkt da, ne? Also ich würde mal sagen, wir müssten die gar nicht entlüften. Geil. Also die könnte man jetzt so definitiv schon fahren, ne? Den Hebel müsste ich jetzt für meine Finger ein bisschen weiter wegstellen. So. Ja. Geil. Ja, wird jetzt schon funzen. Ne? Also wie gesagt, wenn man das schnell hier macht und auch die Leitung nach oben hält, dass kein Öl rausgeht und man die dann gleich reinstellt, kann es sein, dass euch das Entlüften spart. Also in meinem Fall habe ich es mir jetzt echt gespart, was ziemlich cool ist. Hätte ich jetzt nämlich keine Lust gehabt. Ich will ja das Bike endlich mal fertig kriegen. Genau. So, dann machen wir mal den Stopfen hier drauf und schon ist das Ding montiert. Geil. Ja, also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, dann wird man natürlich das Ganze noch entlüften. Aber meiner Meinung nach ist keine Luft drin. Also wenn Luft drin wäre, würde man das definitiv merken, weil dann hättet ihr einen scheiß Druckpunkt hier, ne? Und der ist absolut fest. Also das ist schon geil. Ist halt auch, ne, dadurch, dass ja der Hebel, sage ich mal, nach oben schaut, läuft ja das Öl quasi so in die Richtung. Das heißt, wenn die Leitung gleich rein drückt,
kann eigentlich keine Luft reinkommen. Eigentlich. In meinem Fall haben wir echt Glück. Und es funktioniert. Genau, jetzt müssen wir den Bremssattel noch zentrieren. Und dann sind wir mit der Montage von der Bremse eigentlich fertig. Beim Zentrieren vom Bremssattel ist eben jetzt einfach nur wichtig, dass quasi der Sattel hier richtig steht oder nicht irgendwie so. Und ihr merkt schon jetzt, wenn ihr hier dreht, schleift es leicht. Ich mache dann immer erstmal einfach hier locker. Dann drücke ich die Hinterradbremse. Dann seht ihr schon, dann zentriert sich der Sattel. Der drückt sich dann an die richtige Position. Halt die Bremse gedrückt. Fixieren nur leicht, also noch nicht komplett festmachen. Nur fixieren. Und dann probiere ich einfach mal aus. Ja, und wenn das Ganze eine neue Bremse ist, neue Belege und eine neue Scheibe, dann kann man da im Normalfall auch nichts falsch machen. Genau, und dann mache ich meinen Bremssattel, sage ich mal, komplett fest. Und dann passt es. Wenn das Ganze nicht passt, wäre die nächste Herangehensweise hier nochmal locker machen. Und dann mit den Fingern hier so ein bisschen hin und her drücken. Und dann hört man ja, ob es schleift oder nicht. Dann funktioniert es eigentlich in 80% der Fälle. Wenn es dann auch nicht funktioniert, dann müsst ihr beide nochmal locker machen. Müsst halt hier reinschauen und das einfach nach einem Lichtspaltverfahren machen. Ansonsten auch einfach mal, wenn es nur ein bisschen schleift, mal kurz die Bremsbeläge einfahren bzw. einbremsen und dann nochmal machen. Kann auch manchmal sein, dass der Bremsbelag, wenn der dann, sage ich mal, sich schön plan abgeschliffen hat, die ganzen kleinen Unreinheiten weg sind, dass der dann noch ein wenig besser sich einstellen lässt. In meinem Fall schaut es jetzt sehr gut aus. Druckpunkt ist auch richtig gut. Ich bin zufrieden. Damit landen wir am Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Probleme, schreibt es gerne in die Videobeschreibung. Ansonsten geht es im nächsten Video weiter mit dem Antrieb. Und bis dahin werde ich auch noch ein paar Kleinigkeiten machen. Sattel montieren, Pedalen montieren. Aber Antrieb wird auch nur ein Video werden, quasi montieren und einstellen. Weil ich da einfach auch schon sehr viele Videos habe, gerade auch was das Einstellen angeht. Das werden wir, sage ich mal, eher so im Schnelldurchlauf machen. Und dann, ja, werde ich da eher den Schwerpunkt, sage ich mal, auf dem Montieren legen. Also auf das Montieren vom Antrieb, als aufs Einstellen. Weil, wie gesagt, zum Einstellen gibt es schon ein sehr schönes Video. Okay, dann freut euch auf nächste Woche. Am Sonntag gibt es mal wieder einen kleinen Werkstatt-Vlog. Da wird es auch richtig spannend, weil der Basti, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch von früher, mit dem ich den YouTube-Kanal gegründet habe, der fährt jetzt auch wieder ein bisschen Fahrrad, den haben wir am Bike gekauft. Und darum wird es am Sonntag gehen. Okay, also, Servus. Thank you.